wir haben die Stunde heute, um so ein bisschen über LernOS zu sprechen. Das Projekt geht ja zu Ende, 6 Jahre. Und wie so bei Projekten üblich ist, habe ich mir gedacht, macht das Sinn, mal auf der einen Seite ein bisschen zurückzuschauen, was haben wir erreicht von dem, was wir uns vorgenommen haben, aber auch, was haben wir vielleicht noch nicht erreicht und wie geht es denn weiter und geht es denn überhaupt weiter? Da würde ich euch jetzt am Anfang mal so ein bisschen erzählen. Ich packe auch gleich noch einen Link in den Chat. Da habe ich die Themen mal zusammengetragen, über die ich gern sprechen will. Den Link habt ihr jetzt im Chat. Dann packe ich euch noch so ein Pad rein. Da könnt ihr auch so Wünsche, Anforderungen und so weiter an LernOS eintragen. Haben auch einige schon im Vorfeld gemacht. Der Loki schreibt gerade im Chat, ob man Video hat. Nein, wir haben kein Video. Ich habe nur ein Icon quasi, ihr müsstet mich mit der Sonnenbrille sehen, weil wie gesagt, das ein Audio-Setup ist. Ich habe das mal ausprobiert, das Tool an sich, Mixroom, kann auch Video, aber meine Erfahrung, mein Eindruck war, dass da so ein bisschen Latenz noch oder Unterschied ist zwischen Video- und Audio-Bild und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das ohne, machen wir es nur mit Audio. Genau, Hans sagt auch, Bild ist keins, genau. Wer will, wer auf die Themen gucken will, kann das entsprechend auch auf dem Link, den ich in den Chat gepostet habe, in der Community. Das sind die Themen auch drin. Ja, Retrospektive, ich dachte mir, es macht Sinn, das erstmal einfach zu halten, weil eigentlich geht es ja darum, heute auch so ein bisschen zu feiern, zu sagen, was haben wir alles erreicht, das ist kurz vor Weihnachten, viele sind auch schon im Überstundenabbau oder im Urlaub, sind gar nicht mehr da. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mit der Retrospektive so ein bisschen asynchron. Auf der einen Seite würde ich euch jetzt einiges erzählen, mal so 20 Minuten ungefähr. Das heißt, schnappt euch euren Glühwein, lehnt euch zurück, nutzt gern den Chat, tauscht euch aus, schreibt da Sachen rein. Den Chat habe ich auch im Blick, da kann ich drauf reagieren. Dann hatte ich die Leitfaden-Maintainer angeschrieben, wer da zum Leitfaden was sagen mag, das können wir dann machen. Und wie gesagt, war auch gedacht, so als Ask Me Anything Session, also dass wir hinten noch Zeit haben, dass wir nach Möglichkeit auch Fragen beantworten können, die noch im Raum stehen. Dafür ist dann unten die Handhebefunktion. Wer den Chat nicht sieht, ganz unten rechts in Mixroom ist das Chat-Symbol, da kann man sich den aufklappen. Und dann dachte ich mir, machen wir so einen asynchronen Teil. Also das macht ja immer Sinn, dass so das Erfahrene, wenn man das ein bisschen sagt, man eine Nacht drüber schläft, dann fällt einem noch was ein. Dafür sind ja auch die Winterferien ganz gut geeignet, deswegen habe ich eben dieses Pad angelegt, wo man dann auch im Nachgang, morgen, übermorgen, eigentlich bis nach Dreikönig noch Dinge eintragen kann. Wir machen hier bei uns in der Akademie immer in der ersten oder zweiten Januarwoche so unsere Strategietage und da wird man das dann auswerten, einfließen lassen und dann würde ich auch im Community Call ein bisschen drüber berichten. Genau, ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Bei mir läuft jetzt das Recording für die Aufzeichnung. Und ich sehe auch, dass die meisten jetzt ein grünes Symbol haben und ich hoffe, dass das heißt, dass ihr mich alle hören könnt. Genau, das sehe ich einige Pass und danke, das ist so schön. Ja, ich fange mal an, was eigentlich der Plan war. Mich haben so ein paar E-Mails erreicht, die überrascht waren, wie ist denn zu Ende? LernOS hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Der ursprüngliche Plan bei uns war ja auch Ausgangspunkt Strategietage 2016, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt 15 Jahre alt als Cogneon Akademie und was wollen wir in den nächsten 15 Jahren machen? Und so ein bisschen war der Eindruck, dass wir in vielen Einzelprojekten halt Einzelthemen bearbeitet haben. Da wurden mal Wissenslandkarten gemacht, mal Wissensstrategien, mal Intranets, mal Communities. Ganz viel von den Inhalten waren in Projektpräsentationen versteckt, verborgen, waren gar nicht veröffentlicht. Manche waren über Konferenzen veröffentlicht, aber nirgendwo wurde so richtig an einer Stelle mal sichtbar, was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir mit Wissensmanagement eine lernende Organisation gestalten wollen. Und auch die Führung in die Richtung entwickeln wollen, dass die Führung die gestalten will. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen uns mal einen Zeitraum X, haben überlegt, wie lang der sein könnte, um aus all unseren Projekten so offen verfügbare Leitfäden zu machen. Und im Wissensmanagement ist so üblich, dass man die Ebenen Organisation, Team und Individuum nimmt. Und da haben wir uns eben vorgenommen, die LernOS-Leitfäden für Teams, für Individuen und für Organisationen zu machen. Und die ursprüngliche Idee war auch, top-down vorzugehen, also mit Organisationen anzufangen. In dem Community-Beitrag, den ich euch da verlinkt habe, da sind auch so Session-Dokus drin vom Corporate Learning Camp 2017, vom Knowledge Camp 2017, wo wir Feedback gesammelt haben für den LernOS für Organisationen-Leitfaden. So ein Projekt muss man natürlich immer mit Ressource versehen. Das heißt, wir haben bei uns da mal unsere 20% Zeit dran geklebt. Das heißt eigentlich immer so freitags. Vielleicht habt ihr von mir so Tweets gesehen. Freitag ist LernOS-Tag. Habe ich öfter mal geschrieben, was ich da mache.
Manchmal ist es ausgefallen, aber meistens hat man es doch gemacht. Und haben gesagt, wenn man da sozusagen nur einen Tag die Woche investiert, um die Inhalte zu dokumentieren, dann dauert das eine gewisse Weile. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir uns mal 6 Jahre Zeit. Und daher kommt dieses 2016 bis 2022 als Projektlaufzeit. Das Ziel war gewesen, dass wir die 3 Leitfäden, die ich erwähnt habe, mindestens in der Version 1 haben heute. Und da springe ich gleich zum nächsten Punkt. Was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht? War so ein bisschen schwierig, die Metrik zu machen. Ich habe es mal hingeschrieben. 1,7 von 3 LernOS Core Leitfäden haben wir erstellt. Wo kommen die 1,7 her? Der LernOS für Individuen ist ja schon in Version 2.0 da. Also der ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Dafür gibt es den LernOS für Teams noch gar nicht. Und den LernOS für Organisationen gibt es in der Version 0,7. Deswegen habe ich mal den für Individuen mit 1 gezählt und den für Organisationen mit 0,7. So nach OKR-Logik sagt man immer, wenn man 60-70% des Ziels erreicht hat, ist okay. Da liegt man knapp drunter, aber da kann man im Prinzip sagen, sind wir noch nicht fertig. Also da fehlt natürlich noch was, kriegen wir immer mal wieder Anfragen nach den anderen Leitfäden. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, wie es damit weitergeht. Was hat dazu geführt, dass wir das nicht plangemäß erreicht haben? Das eine haben einige von euch bestimmt mitgekriegt. Ne, so dieses Vorgehen top-down, Organisation, Team, Individuen ist einmal dadurch durchkreuzt worden, dass in 2018 das Wollo-Lizenzmodell sich geändert hat. Working Out Loud Guides waren als fester Bestandteil in LernOS für Individuen eingeplant. Ne, das war damals noch unter Creative Commons Lizenz. Die wurde dann weggenommen. Das heißt, da haben wir gesagt, gut, da müssen wir halt den Teil können wir dann in Projekten nicht mehr verwenden, muss man so einen Rewrite machen, also brauchen einen eigenen Lernpfad dazu. Das ist das, was heute der Offenheit und Vernetzung Lernpfad ist im LernOS für Individuen. Und so haben wir quasi die Reihenfolge so ein bisschen gedreht und haben den Fokus oder die Vorgehensweise von Top-Down nach Bottom-Up, also erstmal auf Individuen fokussiert, angefangen den Leitfaden zu schreiben. Und dann ist was passiert, was wir eigentlich gar nicht eingeplant haben. Der Karl, den wahrscheinlich viele von euch kennen, aus dem Sketchnoting-Team, der hat angefangen, die Community-Calls, die hießen damals noch gar nicht so, aber die haben wir gemacht, um die Releases der Leitfäden immer ein bisschen zu begleiten und zu sagen, was hat sich denn geändert in den Versionen. Und der Karl hat angefangen, die Community-Calls zu sketchnoten und die Sketchnotes auf Twitter, glaube ich, habe ich das erste Mal dann gesehen, zu veröffentlichen. Dann habe ich mich mit ihm mal kurz geschlossen, wir haben gesprochen. Karl hat damals einen Circle gemacht und im Circle sind sie auf die Idee gekommen, einen eigenen Leitfaden zu machen. Bis dato gab es diese Idee der LernOS Toolbox auch noch gar nicht. No, aber die haben sich zusammengefunden, haben als Team gesagt, wir wollen den Sketchnoting oder Sketchnoten zu lernen, eben auch als LernOS Leitfaden veröffentlichen. War nicht geplant, fand ich damals aber eine super Idee. Daraus sind wir dann ja auch auf viele weitere Ideen gekommen, was es noch für Lernpfade geben kann. Und ihr natürlich auch, die Community auch. Und so gesehen haben wir angefangen, ganz viel Community-Support zu leisten, um halt Leuten zu helfen, selber solche Lernpfade und Leitfäden zu erstellen. Wie organisiert man Content oder sich als Team rund um GitHub? Wie schreibt man einen Markdown? Wie funktioniert diese Produktionskette? Also vielleicht habt ihr da mal so Videos gesehen, ne, was wir heute in diesen Hackathons einigermaßen strukturiert angehen. War damals, noch sehr, sehr hands-on. Das müssen wir auch noch ein bisschen weiter professionalisieren, aber heute läuft das auf jeden Fall schon einen Tick besser. Genau, und das muss ich sagen, das geht so ein bisschen unter in dem Posting. Ich habe mal hingeschrieben, 10 von 0 geplanten LernOS Toolbox Leitfäden sind veröffentlicht. Und das ist das, was ich eigentlich den Hammer finde, warum ich auch überhaupt nicht unzufrieden bin, dass wir die Core-Leitfäden noch nicht alle fertig haben, weil das ist was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dass die Idee, so eigene Lernpfade zu machen, mit Karl-Heinz zusammen habe ich dann mit dem Barcamp angefangen und Prozessmodellierung und Podcasting mit Leonid. Also so diese Idee quasi, Leuten zu helfen, in einem Sprint, in einem Quartal Sachen sich selber beizubringen, alleine als Autodidakt in einem Team, in einem Circle mit 4, 5 Leuten. Das ist an vielen Stellen auf guten Nährboden wohl gefallen. Und das ist was ich eigentlich jetzt, wenn ich so reflektiere, für mich als riesengroßen Erfolg sehe, was mich auch total freut.
dass da so viele coole Ideen im Raum stehen. Jetzt vor dem Termin direkt hat sich das Community-Management-Team getroffen, überlegt, wie es weitergeht mit dem Leitfaden. Morgen ist ein Termin von ePortfolio, Marcel und Stefan. Also das ist echt genial. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, das müssen wir auch noch viel mehr unterstützen, viel mehr helfen. Da komme ich dann hinten auch noch mal drauf, was man sich da vielleicht überlegen kann. Also das sind so die Leitfäden. Dann, was Veranstaltungen angeht, ich weiß nicht, wer da dabei war schon. 2015 hatte ja die Bitkom die NoTech-Veranstaltung eingestellt, was die Kernwissensmanagement-Konferenz war. Die hatten wir dann fortgeführt als NoTouch und die ist dann so fließend übergegangen in erstmal LernOS Camp, dann LernOS Convention. Da möchte ich dem, Gott, den habe ich auch gesehen im Chat, dem Alex auch ganz herzlich danken, weil ich hatte auch so ähnlich wie jetzt kurz vor Weihnachten so einen Post abgesetzt, ob nicht irgendjemand eine Idee hätte für eine Location, wo man mal so als Community so eine Veranstaltung machen kann. Weil ich finde, eine Community braucht eigentlich immer so eine Jahresveranstaltung, auf die man hinarbeitet, die so ein Ziel ist, wo Sachen veröffentlicht werden. Und Alex hatte geschrieben, ja, wenn du dir das in München vorstellen kannst bei uns, dann hätte ich eine. Konnte ich erstmal gar nicht glauben. Dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben und dann waren wir eben das erste Mal bei 11.18.71 in München und hatten da das LernOS Camp, aus dem sich dann blöderweise durch Pandemie erstmal virtuell quasi die Veranstaltung weiterentwickelt hat und jetzt das letzte Jahr auf der Burg hier in Nürnberg Hybrid. Da ist auch heute Morgen, falls das jemand interessiert, der Evaluationsbericht fertig geworden. Also wir haben da mal ausgewertet unsere ganzen Erfahrungen mit Hybrid, wenn das interessiert. Nur das fließt dann natürlich in LOSCON 23 Planung ein, aber ich denke, manche von euch haben ja quasi auch vielleicht so Veranstaltungen, lohnt sich vielleicht mal einen Blick rein. Das hat der Hans unterstützt und ich, wir haben das zusammen quasi mal ausgewertet. Daneben gab es andere Veranstaltungen, also was ich sehr zentral finde, ist der Community Call. Da sind auch die Aufzeichnungen verlinkt in den Notizen, wo wir einfach uns synken können. No, da sind jetzt nicht übermäßig viele Leute dabei, wenn es mal große Calls sind, sind es mal 40, wenn es kleine sind, sind wir auch mal nur 9 oder 10. Aber das hilft einfach, da so einen Takt reinzubringen und immer wieder sich auf Stand zu bringen, zu sagen, was sind die Ideen, woran kann man arbeiten, wo ich aber auch gemerkt habe, ich habe mal Aufzeichnungen ein bisschen zurück durchgehört von den Community Calls. Ich habe auch öfter mal Dinge angestoßen, die dann mangels Ressource man nicht weitertreiben konnte. So die Etablierung von einzelnen Landingpages zu den Leitfäden ist so ein Beispiel aus diesem Jahr. Oder auch der LernOS Hub, was so eine Session war auf der LOSCON, die halt einfach, merkt man, ressourcentechnisch nicht so schnell auf die Straße kommen, wie man das hofft. Auch da habe ich unten ein paar Ideen, wie man das vielleicht im nächsten Jahr verbessern kann. Na, und da gab es weitere Veranstaltungen, die Assemblies, wo wir einfach als LernOS Community symbiotisch in eine andere Veranstaltung eingebettet sind als Tisch, als Anlaufstelle. Die Hackathons, die wir hauptsächlich verwendet haben, um Leitfäden auf die Straße zu bringen. Und auch der Knowledge Jam, den wir erst als so Anhängsel Blinddarm des Community Calls wiederbelebt hatten und der jetzt aber ganztägig das erste Mal wieder stattgefunden hatte, zu Mastodon das letzte Mal und das nächste Mal zu SharePoint versus Wiki im Januar. Das will ich auch so langfristig quasi als ein weiteres Veranstaltungsformat etablieren, wo man dann eben auch über mal LernOS Produktionskette oder neue Leitfäden, Ideen oder so sprechen kann. Dann, was wahrscheinlich bei vielen von euch auch schon mal zu Haare raufen geführt hat, aber was ich trotzdem als einen Erfolg ansehe, ist die LernOS Produktionskette. Also wir haben einfach einen Automatismus, mit dem wir die Inhalte, die wir geschrieben haben in Markdown, wir schreiben das quasi formatneutral, plattformunabhängig, das heißt, egal ob man auf Windows, Linux oder Mac ist, auf Knopfdruck quasi überführt in die Zielformate, in die wir produzieren, also in die Webversion, in PDF, in E-Book. Und das finde ich deswegen gut, weil das natürlich ein bisschen Schmerzen macht am Anfang, wenn man gewohnt ist, in Google Doc zu schreiben oder in Word zu schreiben. Aber das einem natürlich hinterher wahnsinnig viel Flexibilität gibt, ne, indem eine Webseite entsteht, die responsiv ist, mit einem Kommentarsystem dran, indem die PDFs entstehen. Da gibt es weitere Ideen, was man da noch mitmachen könnte, angefangen bei automatischer Übersetzung, automatisches Publizieren nach Amazon. Wir hatten so einen Prototyp mal gemacht, Audiobooks zu erzeugen, wo quasi aus dem Text dann MP3s erzeugt werden mit Kapitelmarken. Also das ist was, da kann man sicher an der Usability noch viel schrauben und wir müssen aufpassen, dass Leitfäden, die neu starten,
nicht erst ihren ganzen Leitfaden in Word schreiben oder in OneNote und man das dann hinterher in die Produktionskette packt. Das haben wir, glaube ich, gelernt, weil das macht viel Schmerz und Arbeit auf der Zielgeraden. Sondern da müssen wir gucken, dass die Leitfäden einfach oder die Teams gleich am Anfang zumindest mal ein oder zwei Personen haben, die sich in die Produktionskette ein bisschen reinfuchsen, damit man da eben hinten dann geschmeidig nur noch auf den Knopf drückt und der Inhalt veröffentlicht ist und da nicht nochmal so eine Woche oder zwei Nacharbeit notwendig sind. Genau, dann LernOS für Teams-Ansatz. Ich hatte gesagt, der Leitfaden ist selber noch nicht veröffentlicht, aber was wir geschafft haben, ist, dass wir die Grundidee, die da drinnen steckt, in drei Team-of-Teams-Strukturen zu testen. Team of Teams, wer das von Scrum kennt, das sind quasi so, da heißt es Scrum of Scrums, quasi Kombinationen, wo man sagt, man hat eine Anzahl, irgendwas zwischen 5 und 10 Teams mit irgendwie zwischen 5 und 10 Leuten. Ne, das war deswegen für uns interessant, weil man da eben mit sehr vielen Teams gleichzeitig testen kann. Ne, das war eine Softwarefirma mit einem Release-Train mit 150 Leuten. Dann von Audi den Case mit den Rechtsanwälten, mit Daniel, den habt ihr vielleicht von der LostCon gesehen, der ist aufgezeichnet. Das dritte war von einer HR-Unit mit 400, 450 Mitarbeitenden und internationalen Teams, da war dann auch Mehrsprachigkeit drin. Das heißt, da muss man jetzt im Prinzip nochmal die Sachen auch wirklich aufschreiben und in den Leitfaden bringen und dafür braucht es einfach Zeit und die wollen wir uns dann auch nehmen. Na, das heißt, so ein bisschen Cliffhanger ist, wir hören natürlich jetzt nicht auf mit dem LernOS-Projekt. Das nutze ich gleich, um in den letzten Block reinzugehen, nämlich wie geht's weiter? Wir haben bei uns jetzt hier gesagt, wir werden auf jeden Fall LernOS als Projekt dauerhaft fortführen. Also wir machen aus dem Projekt ein Programm. Wir wollen für uns die Planung ein bisschen stringenter machen. Also auf der einen Seite immer so ein, so ähnlich wie man es bei OKR macht, ne? So eine 3- bis 5 Jahresvision. Wo wollen wir da stehen, ne? Dass wir da so ein bisschen die Leitplanken haben, was machen wir nicht. Und dann auch innerjährig quasi diese Einjahreszeitscheiben, da nutzen wir einfach das OKR-Modell aus dem LernOS für Individuen. Also sagen wir, haben so die Taktung in den Sprints, wir haben die Quartale und haben quasi Key Results pro Quartal, ne? Und würden das auch einmal im Jahr auf den in den Community-Call mal reinbringen, ne, dass euch transparent ist und auch im Netz überall transparent ist, was passiert denn wann. Ne, das ist auf der einen Seite für uns gut, weil dann kriegt man nicht so viele E-Mails. Ich werde oft gefragt, wann ist denn der Lernpfad endlich in Englisch verfügbar oder wann ist der Lernpfad endlich offen. Ne, und so ein bisschen das Vorbild für mich ist da die Microsoft 365 Roadmap, wo man einfach halt schön gucken kann entlang der einzelnen Tools und entlang der Monate, was ist schon released, was wird wann released, ne, dass man da einfach so ein bisschen größere Planung hat. Im Moment war das sehr anlassgetrieben immer. Ne, wenn Leitfadenteams dann laut geschrien haben, dann hat man da Termine gemacht und dann stand die LostCon an. Also da wollen wir so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Für uns selber, also quasi für diese 20% Zeit bei uns, sind die Foki quasi erstmal die beiden Leitfäden für Organisationen und für Teams fertig bekommen und den LernOS für Individuen Leitfaden, da gibt es eine lange Liste von Punkten, wo wir da nochmal so grundsätzlich den überarbeiten wollen. Ne, der ist vorhin gesagt, der hat zwar eine Version 2.0, aber wenn man da mal so richtig reinliest, ist die doch sehr, sehr gewachsen, weil einfach die Lernpfade unabhängig voneinander erschienen sind und wir schon in den einzelnen Releases versucht haben, das einigermaßen glatt zu ziehen. Aber da gibt es auch so ein paar Holprigkeiten, die man feinschleifen muss. Also das heißt, da wird es eine komplette Überarbeitung geben, die dann in der Version 3.0 auch mündet, wo einige auch schon die Hand gehoben haben und gesagt haben, sie wollen bei den einzelnen Lernpfaden mitmachen, die zu überarbeiten. Und dann werden wir eine 3.0 haben und die 3.0 wird es dann auch wieder in Englisch geben. Meine Vision wäre, dass das Ende Q1 ist, aller spätestens aber bis zur LostCon im Juli. Also so das erste Halbjahr habe ich mir mal vorgenommen für diese zwei ersten Punkte. Na, dann glaube ich, macht es Sinn, dadurch, dass jetzt immer mehr neue Leute auch aufmerksam werden, ne, die, sag mal, der Inner Circle, der kennt die ganzen Sachen und was ist so ein Circle und wie funktioniert das und was ist selbstgesteuertes Lernen. Aber wir brauchen mehr
einfachen Erklärbär-Content auch auf der Webseite, also sowohl LernOS an sich zu erklären, als auch dann den Zugang zu den einzelnen Leitfäden, ne, die Leitfäden von den Strukturen zu vereinheitlichen, da haben wir auch noch so ein bisschen Wildwuchs, manche sind noch gar nicht im so richtig verlinkt, wie es sich gehört. Ne, also das wird sicher dann auch, ja wahrscheinlich dann nicht mehr im ersten Halbjahr nächstes Jahr, aber dann im zweiten vielleicht ein Schwerpunkt sein. Und das nehme ich mir eigentlich schon vor, dass wir das hinbekommen bis zur LOSCON, diese LernOS-Hub-Idee, also so Copy-and-Paste-Inhalt, mit dem man eben dieses LernOS für Organisationen und auch die einzelnen Leitfäden im eigenen Intranet verankern kann. Ne, dass man einfach sagen kann, hier, wir haben hier eine Website im Intranet, die heißt Lernen und da gibt es ganz viel Weiterbildungskatalog und Kurse und was es da alles gibt. Ne, und da packt man eine Überschrift drauf, informelles Lernen und kann da eben weglinken und hat dann Sachen, die man sich nicht neu überlegen muss, sondern die man eben angefangen bei, was ist das eigentlich, wie lerne ich in einem Sprint, was ist ein Circle, wie organisiere ich den, Ideen, wie kann ich intern einen Circle Finder abbilden, ne, dass man sowas eben auf der Webseite als Copy- und Paste-Struktur vorsieht und damit eben Organisationen hilft, da einzusteigen und die, was im LernOS für Organisationen Content-Koalition des Lernens genannt ist, also so diese interdisziplinäre Koalition von Menschen, die irgendwie mit Wissen und Lernen in der Organisation zu tun haben, um die eben zu fördern und denen das Leben leicht zu machen. Na, und das hört man ja schon raus, also so ein bisschen klingt das eher nach mehr Ressourcen, die man braucht, als weniger. Da hat man uns eben überlegt, mit was wir experimentieren wollen. Also die zwei letzten Punkte sind eigentlich so Experimente, wo wir mal anfangen wollen. Das eine ist, damit wir bei uns ein bisschen mehr Ressource für LernOS schaffen können, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie uns mehr Zeit freikaufen können. Die 20%, klar, kann man sich vorstellen, das geht einfach von, wenn ich den Tag nicht für den Kunden arbeite, sondern eben Inhalt veröffentliche, dann geht es von unseren Umsatzzielen weg. Da wollen wir mal versuchen, auf der einen Seite über so Spendenoptionen, wie viele Podcaster das machen oder Blogger, der Sascha Pallenberg, ne, den hatte ich im letzten Podcast mal als Gast, oder die Erweiterung des LernOS-Supporter-Kreises, da ist gerade IPI mit dazugekommen, oder die Schiene mit LernOS-Merch, ne, ob man da nicht es irgendwie schafft, dass wir das bei uns vielleicht auf 2 Tage die Woche oder wenigstens mal 1,5 Tage die Woche hochschrauben können. Und da braucht er keine Angst haben, also da wird jetzt nirgendwo auf LernOS-Seiten ein Werbebanner auftauchen oder irgendwie Content hinter Bezahlschranken verschwinden. Das wird tatsächlich so bleiben, wie es jetzt ist. Die Creative Commons BY-Lizenz ist gesetzt, da wird sich überhaupt nichts dran ändern. Für uns geht es nur darum, wie kann man vielleicht ein bisschen mehr noch den Fokus und die Ressource verschieben in Richtung LernOS. Und das Zweite, was wir ein bisschen strukturierter angehen wollen, ein paar Mal gab es da schon so Aufrufe, da haben auch Leute die Hand gehoben und dann hat es aber an der Ressource gefehlt, das zu organisieren, ist einfach, dass wir versuchen wollen, so selbstorganisierte Teams aufzubauen. Wir haben auf der einen Seite ja die Leitfadenteams, auf der anderen Seite gibt es aber, und ich habe mal die 3 gelistet, die ich glaube, die vielleicht zum Start am wichtigsten sind, auf der einen Seite so diese ganze Schiene, LernOS.org Webseite, soziale Medien. Ne? Wir sind jetzt mit dem Account auch gewechselt von Twitter zu Mastodon. Ne? Aber wenn da ein neuer Leitfaden ist, muss auch mal ein Tut dazu geschrieben werden und vielleicht ein bisschen generischer auch das ganze Thema Community Management. Ne? Da bin ich sogar am Überlegen, ob man nicht vielleicht irgendwie jemanden mit einer halben Stelle einstellen. Ne? Man merkt so bei so Linux-Projekten oder Mozilla oder so, wenn das irgendwie in eine gute Richtung wachsen soll, braucht man im Community-Management jemand, der sich da dauerhaft drum kümmert. Das kann weder jemand aus dem Kern mitmachen, noch kann das irgendwie eins der Leitfadenteams mitleisten. Also das schwebt mir so im Hinterkopf, ob man da nicht irgendwie sogar eine Person hinbekommt. Das Zweite wäre so ein Leitfaden-Support-Team, also dass man es schafft, wenn jetzt Leute mit Ideen kommen. Na, wir haben auch einige Ideen in der Pipeline, da warten Leute noch auf Rückmeldung. Der Dennis von Bosch hat sich bei der LOSCON mal gemeldet für Innovationsmanagement Guide. Rebecca wollte was machen von der DATEV. Ne? Und da brauche ich jemanden, der sich irgendwie kümmert, der da guckt und der dann vor allen Dingen auch so diese Intro, also wie richtet man sich das auf GitHub ein, mal so eine halbe Stunde dem Team erklären, ein bisschen üben, vielleicht zwischenrein mal checken. Piwi hat es sich mal angeboten, weiß nicht, ob du im Call bist, Piwi,
so in Richtung Didaktik, also wie kriege ich als Leitfadenteam schnell ein Inhaltsverzeichnis hingebaut. Hadi hatte schon mal Support gemacht für GitHub, hat aber gesagt, naja, das kann er jetzt nicht für alle Leitfäden machen. Also ich glaube, da macht es einfach Sinn, so ein kleines Team, 3-4 Leute, die, wenn jetzt so neue Leitfäden anstehen, da einfach mithelfen können. Na, und die dritte Baustelle ist dann eine eher technische. Die Produktionskette selber, ich weiß nicht, wenn ihr damit schon mal rumgespielt habt, ne, da sind jetzt die ganzen Generierungsfiles bei den Leitfadenteams, die auf Windows arbeiten, funktionieren die auf Windows, aber die auf Mac nicht, und auf Linux sind viele noch gar nicht getestet. Dann gab es ja mal die Idee, Produktionskette in der Cloud, also dass ich die ganzen Tools gar nicht auf dem eigenen Rechner brauche, sondern dass das direkt bei GitHub in der Pipeline funktioniert. Und auch die ganzen Sachen, wo wir so Proof of Concept gemacht haben. Na, vielleicht habt ihr es gesehen, automatische Übersetzung über DeepL API. Da sehe ich eine riesen Möglichkeit drinnen, weil die Qualität, die bewertete Qualität der Übersetzungen sehr gut war, ne, dass man einfach in die Produktionskette einbaut, einen Schalter und sagt, bevor ich das release, schalte ich den Schalter um, dann werden da 60 Sprachversionen erzeugt und die kriegen vielleicht standardmäßig einen Hinweis, dass sie maschinell übersetzt sind. Vielleicht hat man dann sogar so Teams von Natives, die dann mal drüber lesen und die gröbsten Schnitzer rausmachen. Na, also das ist so eine Geschichte. Die Audiobook-Version ist spannend. Ich habe einen Haufen Leute im Umfeld, die lesen oder hören sich so Business-Bücher über Audible an. Na, da muss man dann auch nochmal ganz anders drüber nachdenken, wie man die Leitfäden aufbaut, weil in dem Proof of Concept, wenn das einfach quasi vertont wird, so wie der Leitfaden ist, das passt dann auch wieder nicht, wenn er nicht ein bisschen dafür geschrieben ist, dass es ein Audio wird. Und für so Inhouse-Anwendungen, da haben wir auch immer Beispiele, wo man die Leitfäden dann gedruckt braucht. Ne? Auch da ist diese Option, quasi Produktionskette produziert direkt nach Amazon Direct Publishing oder Kindle Direct Publishing. Und wer dann sagt, ich mache jetzt 2 Tage Dojo oder Summer School zu Podcasting, kann dann allen Teilnehmenden gleich irgendwie so ein Handout austeilen. Ja, weil bei aller Liebe zum Digitalen gibt es auch immer noch viele Menschen, die haben das ganz gern physisch in der Hand. Also das sind so die Ideen, die uns vorschweben, was wir gern machen würden jetzt in Zukunft. Ich habe euch ganz unten verlinkt das Pad, in das man reinschreiben kann, und die Hälfte der Zeit ist auch rum. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe genug geredet. Alle, die jetzt aus Leitfadenteams da sind, die auch ein bisschen was über den Leitfaden, kleine Retro vielleicht sagen wollen und was passiert, oder auch Fragen an mich, einfach unten in der Leiste, da müsste ganz links neben dem Mikrofon so ein Handhebesymbol sein, und dann kann ich euch entsprechend auf die Bühne holen. Und ich würde mal gerade den Link zum Pad nochmal in den Chat posten, weil der ist mittlerweile in dem ganzen Chat untergegangen. So, da habe ich den Achim, den hole ich mal hoch. Soll ich den Hadi gleich dazu holen? Ich hole mal den Hadi gleich dazu. Da kommt was, da höre ich was klappern. Hadi, bist du das? Aber hören tust nichts, oder? Doch, ich höre dich. Ja, ja. Ah, wunderbar. Ich höre dich. Laut und deutlich. Ja, bis der Achim kommt, ich erzähle 3,5 Sätze zu dem Leitfaden Achtsamkeit 4.2, in dem es eine Zeit lang sehr still war. Tatsächlich aus dem Autorenteam war einfach wenig Energie dafür da. Jetzt momentan laufen wieder ein paar Zirkel und funktioniert immer noch ganz gut. Es bedarf der Pflege von dem Ding. Ein paar Links sind halt ausgefallen, weil wir sehr stark auf externe Links rausgegangen sind und das Internet ist halt was Volatiles. Und wir sind dabei, oder der Joachim hat angefangen, das Ganze auch noch in eine Gruppenachtsamkeit zu transformieren, wo man sehr viel stärker die Mitglieder im Zirkel beteiligt sind, die Formate gar nicht so sehr vorgegeben sind. Und Joachim bittet mich auch noch zu pitchen an der Stelle, dass vielleicht ein neuer Leitfaden entstehen könnte über Spiritualität im Unternehmen. Oh. Was auch immer das genau ist. Ja, kann ich mir auch noch nicht genau vorstellen, aber klingt interessant. Ja. Sehr schön. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, habt ihr euch jetzt schon öfter mal aufgeregt oder da müsste dringend was verbessert werden von den Sachen, worüber ich noch nichts erzählt habe?
Nee, das einzige Thema war mit Übersetzung und da war halt auch am Überlegen, wobei es fängt natürlich schon daran an, dass wir sehr viel auch eigenen Content drin haben. Also das heißt, unsere Anleitungen sind meistens mit Audios und teilweise einem Video verbunden. Das muss man natürlich dann einfach neu produzieren. Und natürlich die tonnenweise die Links, die Querverweise, die müssten wir letztendlich dann gucken, ob man in der jeweils anderen Sprache auch was Sinnvolles findet. Ne? Ja, genau. Das ist so ein Ding, das habe ich auch gemerkt bei den LernOS für Individuen. Auch Wikipedia-Links zum Beispiel, ne? Die muss man alle einzeln anfassen. Mir hat neulich jemand gezeigt, es gibt bei der Wikipedia eine Möglichkeit, dass man einen Link setzt auf die Wikipedia und in Abhängigkeit der Spracheinstellung des Browsers verzweigt er dann entweder in Richtung Englisch oder Deutsch. Das wollte ich mir jetzt über die Weihnachtszeit mal anschauen, ob man da nicht so, zumindest für Wikipedia, so sprachneutrale Links einbauen kann. Aber für alle Paper und Studien und alles, was sonst so individuell verlinkt ist, hilft das natürlich nicht. Ja. Und der zweite Ja. Aspekt, nur am Rande noch erwähnt, das ist das mit dem Discuss. Das ist für viele Menschen halt echt ein Blocker, dass man sich da registrieren muss, um einen Kommentar abzuliefern. Und da haben wir ja schon offline, zumindest über Chat, ein bisschen drüber gesprochen, dass das vielleicht auch, dass man das auch mit mal auf die Liste mitnehmen könnte, wie man es auch immer einpriorisieren. Das ist ein sehr guter Punkt. Das hattest du ja, glaube ich, auch ins Pad reingeschrieben. Und ich Genau. wollte irgendwie recherchieren und den Link reinpacken, dass das MK-Docs eben nur Discuss unterstützt. Und beim Recherchieren bin ich darauf gestoßen, dass die mittlerweile was ganz anderes empfehlen, was auch noch schöner ist, weil es sozusagen das Ja. Diskussionssystem direkt von GitHub verwendet. Ne? Und dann landen die Kommentare direkt in der Diskussion in GitHub und wenn man sagt, da entsteht eine Verbesserung für einen Leitfaden draus, kann ich da gleich ein Issue draus machen. Ist nicht ganz so leicht, weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast, nicht ganz so leicht einzubetten wie Discuss. Da war es ja einfach nur ein Konfigurationseintrag. Aber es sieht jetzt auch nicht nach Raketenwissenschaft aus. Also ich wage zu behaupten, dass wir da im nächsten Jahr komplett umsteigen, was das Diskussionssystem angeht. Weil ich finde Discuss auch. Zum einen hat man diese Datenschutzthematik, ne, mit dem da hängt nochmal ein anderer Service dran. Und zum anderen ist es auch so, selbst ich, der Owner bin von dem, das ist ein bezahlter Discuss-Account, ich kriege überhaupt nicht mit sinnvoll, wo Kommentare sind und kann das nicht filtern, nach an welcher Website ist das. Also, das ist noch suboptimal. Ja. Okay, das Und ergänzt sich das auch noch, ja. weitere technische Aspekt, in irgendeiner Form die Produktion als Service, Ja. ja, langfristig auf die Beine zu stellen, das ist nach wie vor ein Thema, weil Menschen, die bei mir so jeweils mit dabei waren, die haben einfach keinen Bock. D'accord. Ja, da auch mal auch vielleicht dann eine Anleitung zu basteln, wie man native mit im GitHub Web Frontend einfach mal so minor Changes mit ausbringen kann. Das ist ja auch schon mal ganz nützlich. Da habe ich angefangen, was zu schreiben und ja, da gibt es mich wahrscheinlich in der Zukunft noch ein bisschen mehr. In einem Vierteljahr habe ich mehr Zeit. Das ist der Grund, warum ich da das Produktionskettenteam mal hingeschrieben habe, ne? Weil im Prinzip, was das bedeutet ist oder was man machen kann, da hat der Martin und Leonid schon mal ein bisschen dran geforscht. Man kann dem GitHub halt sagen, wenn ich jetzt meinetwegen neues Release einchecke, lass die komplette Produktionskette laufen, dann läuft da so eine virtuelle Maschine los, da kann man dann sagen, welche Tools man alle braucht, dann produziert ihr das durch und release das dann nach GitHub. Und da gibt es aber blöderweise halt keinen so ein man macht mal den ersten Hack in 2 Stunden Ansatz, ne, weil man halt im Prinzip komplett die Maschine konfigurieren muss, was man da braucht und diese GitHub-Action definieren muss. Ne. Wenn man möchte, dass das wirklich in allen Versionen drin ist, ne. Wenn man jetzt einfach nur sagt, man editiert in der Webversion an einer Stelle was und akzeptiert, dass das PDF halt nicht nachgezogen ist zum Beispiel, dann geht es auch einfacher. Aber ich denke, langfristig sollte man das auf jeden Fall so haben, dass das komplett über GitHub-Action laufen kann. Und da bin ich in so ein bisschen Spannungsfeld, weil wir in der Community noch nicht so viele so richtig tieftechnische Menschen haben. Und bei mir sich halt viele auch beschweren, die so, ja, am liebsten, die sagen, lass uns das doch in Word schreiben und dann PDF draus machen und fertig. Ja, und ich glaube, da braucht es halt mal so 2 Leute vielleicht, die sich da auch technisch mal reinnörden und das dann so einfach machen, dass es für die, die am liebsten nur auf Word schreiben würden, genauso einfach wird. Ne? Okay, jetzt weiß ich nicht, Achim, du kannst schon sprechen mittlerweile?
Das sieht bisher nicht so aus. Soll ich dich von der Bühne wieder nehmen, Hadi? Ja, oder hast du noch ein Thema? Lass mich mal drauf. Ja. Versuche ich nämlich für den Community-Management-Leitfaden noch kurz zu sprechen. Mhm. Da haben wir einfach vor, das Ganze noch ein bisschen mehr zu bewerben in den Unternehmen. Ich persönlich zwar nicht, aber die anderen Kollegen und Mitarbeiter und Mitstreiter wollen noch mehr Öffentlichkeit an der Stelle. Da gibt es auch den ganz dringenden Wunsch, auch auf Englisch das zu machen. Und da haben wir momentan einfach keinen, der es technisch dann tut. Also wir haben schon Menschen, die mit DeepL angefangen haben zu übersetzen. Aber da sind wir genau an dem Thema, dass man das halt dann zurückmerchen und auch hier diese ganzen Ressourcen letztendlich auch pflegen, die momentan ganz viele Querlinks, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, aber es sind bestimmt weit über 100, die dann versuchen müssten, was Adäquates auf Englisch auch zu finden. Ja, da brauchen wir, glaube ich, also Mehrsprachigkeit ist für sich nochmal so ein Thema, was man anschauen muss, ne? Weil es da ja ganz verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt, ne? Da hat man auch ein paar Mal schon gebrainstormt, ne? Man könnte auch sagen, man tut Querlinks in so ein Linkverzeichnis auslagern, weil das viel leichter dann mehrsprachig zu pflegen ist und so, aber so ganz durchdacht bis zum Ende haben wir das auch noch nicht. Was bei Community Management, glaube ich, spannend ist, wir haben, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, in der Corporate Learning Community jetzt ja auch eine Mastodon-Instanz, colearn.social, und haben gesagt, wir wollen das gleich nutzen, um die Kompetenz der Community Management bei uns in der Community aufzubauen. Und die Idee ist, dass der Karl-Heinz und der Tanja quasi so eine Art Qualifizierung zu Community Management in der Corporate Learning Community zu machen und dann für die Community auch mal den Canvas auszufüllen und quasi damit zu arbeiten. Und ich glaube, das ist was, wo man dann auch nochmal so ein bisschen breite Sichtbarkeit bekommt. Und das fände ich auch gut, wenn man die Übersetzung dann direkt, also wenn das einer der nächsten Leitfäden ist, weil da tatsächlich auch ganz oft nachgefragt wird, ob es den auf Englisch gibt. Das und super. Einen Aspekt gibt es noch, aber da haben wir momentan auch keine Energie für. Es ist oft nachgefragt worden, dass das ja nur für im Prinzip irgendwas mit Intranets und Social Media im Unternehmen. Und es wäre doch schön, wenn es das auch für Social Media beispielsweise gäbe. Mhm. Das werden wir aber hier gern nochmal in unsere Community auch hinein pitchen, ob es da Menschen gibt, die vielleicht Lust haben, das Ganze auf der Grundlage vielleicht zu adaptieren oder ob man ganz anders vorgehen muss. Das mal so als kleiner Ausblick. Da ist noch ein bisschen Musik. Das ist vielleicht eine ähnliche Herausforderung wie beim Podcasting-Leitfaden, hatte ich jetzt vorhin auch nicht erwähnt. Da gibt es quasi die Idee, dem auch zwei Lernpfade zu verpassen, einen für Audioproduktion und einen für Videoproduktion. Und so ähnlich könnte ich es mir bei Community Management auch vorstellen, ne? Dass man so wie Bundesverband Community Management eher so einen Social Media Strang oder externe Community Strang hat und das andere ist ein interner. Aber das teilt sich viel, ne? Ich meine, es ist ja doch nicht alles unterschiedlich, ne? Genau. Vielleicht braucht man nicht einen eigenen Leitfaden, sondern einen mit so einer Abzweigung innen drin. Ihr werdet von uns hören. Sehr schön. Sehr gut. Dann hast du jetzt deine Punkte? Ja. Dann würde ich sagen, dich und den stummen Achim nehme ich dann von der Bühne. Danke dir, Hadi. Schöne Weihnachtszeit. Auch so. So, jetzt gucken wir mal. Ich sehe im Moment keine Hände, was heißen könnte, keine Fragen, was nicht schlimm ist. Ah doch, da ist der Stefan. Ich versuche anhand des Icons abzuschätzen, welcher Stefan das ist. Brille, rote Zunge. Creation Stefan. Der Content Creation Stefan. Servus, grüß dich. Hi. Hi. Ja, ich erzähle nur ganz paar kleine Sachen. Also beim Content Curation Thema, das haben wir jetzt nach viel Blut, Schweiß und Tränen haben wir das jetzt irgendwie online gebracht. Also ich finde da, genau, also ich finde GitHub spannend, aber es wird nicht meine Kernkompetenz. Du würdest dich freuen, wenn es die automatisierte Kette irgendwann gibt, höre ich raus. Naja, ich weiß ja, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, aber genau, ich würde es mir vielleicht freuen oder mich würde es freuen, wenn, sag ich mal, so ein Dummy irgendwie, so ein Leitfaden, wenn es da geben wird, den ich auch verstehe als nicht-Techie. Genau. Was zu sagen ist, also es, was ich spannend finde, ist, der Guide wird irgendwie verwendet, aber ich krieg's irgendwie nicht mit. Mhm.
Ich habe es zufälligerweise mitbekommen, weil irgendwie die Sandra von der Baloise, die hat auf LinkedIn irgendwie was gepostet, ohne jetzt Hertha, Marcel und mich zu verlinken. Ich habe es halt zufällig, bin ich drüber gestolpert und habe sie mal gefragt, hey, wie ist das eigentlich? Konnte da mit gut klar? Ja, ja, ist gut klar. Aber ich glaube, das wäre ganz cool, einfach auch für die, ja, für uns, die jetzt da drüber nachgedacht haben, das Ding da zu machen. Und also unser Leitfaden ist ja auch schon Stand 2020, also der von den Inhalten her. Also, dass wir da vielleicht so einen Automatismus hätten, wenn jemand zum Beispiel den Leitfaden eben nützt, damit die uns eben Feedback geben, wie das ist und wie das war und ob die was dabei gelernt haben oder so. Das fände ich ganz cool. Und ich habe jetzt auch mit dem Team von der Sandra, das sind glaube ich 5 Leute, habe ich ausgemacht, dass wir uns mal einfach kurz eine Stunde per Teams zusammentreffen und die erklären dann oder die geben uns die Learnings mit und genau, wir nehmen das dann auf und machen auch immer was damit. Das also finde ich ganz gut. Das ist ein Gedanke, ich hatte vorhin diesen Punkt Überarbeitung der Website, wo ja die Idee ist, dass jeder Leitfaden eine eigene Landingpage zumindest mal bekommt und damit auch ein eigenes Kommentarfeld, ne, wo man dann was einbauen könnte. Und was ich gern wiederbeleben würde in der Website, ist die Idee, die der Vinny hatte beim LostCamp 19 in Anlehnung an die Telekom-Stories. Da gibt es sogar schon so ein Google-Formular, wo Leute, die einen Lernpfad durchlaufen haben, so eine ganz kurze Story, also so, das habe ich gemacht, das ist rausgekommen, so war's, eintragen kann. Da haben wir auch, glaube ich, schon 40 Stück gesammelt oder so, aber die haben nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Sowas fände ich gut, so einen leichtgewichtigen Weg, wo Leute einfach nur kurz die Hand heben können und sagen können, ich habe es gemacht. Auch die Badge-Idee hatte ich mit Marcel schon mal diskutiert, ne, dass wir irgendeinen Mechanismus hinbekommen, dass Leute automatisch Badges bekommen und man dann über das Tracking der Badges sehen kann, wer hat Lernpfade durchlaufen. Und ich glaube, der Anker ist halt immer irgendwie die Website oder der zentrale Anlaufpunkt plus die Verankerung dann im Leitfaden, ne? Dass man sagt, in Woche 12, man baut so ein Standardding ein und klickt da drauf und sagt dann, okay, hier kannst du ganz kurz und unkompliziert sagen, ich bin Finisher, ich habe es gemacht und hier ist mein Feedback. Oder habt ihr da noch andere Gedanken gehabt, wie man dieses Feedback bekommen kann? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Also vielleicht wäre zum Beispiel insgesamt für Lernneues, wäre das vielleicht mal auch gut, bevor man da jetzt reingeht und sagt, hey, also wie du halt auch schon erzählt hast, dass man so ein bisschen, wenn Leute neu reingehen, dass man das vielleicht in einem Video macht und sagt, hey, das haben Leute aus der Community, haben das geschrieben und die haben da wirklich Zeit und Liebe aufgewendet und die würden sich freuen, wenn ihr einfach, was weiß ich, sagt, hey, der war super oder wenn sie einfach Ideen haben oder wenn sie zum Beispiel sehen, dass ein Link nicht mehr funktioniert oder sowas. Ja. Und also das wäre, glaube ich, ein Punkt, dass man sagt, bevor du halt da so kalt reingehst und sagst, ja, ich nehme das jetzt mal, dass, glaube ich, auch da so ein bisschen Wertschätzung rüberkommt, auch an die ganzen Autorenteams, weil die haben echt, das sind wirklich super tolle Sachen drin. Absolut. Und das andere, was mir auch einfällt, was ich jetzt zum Beispiel auch in Kundenprojekten mache, ist, dass man sagt, man könnte ja zum Beispiel irgendwie eine, wie auch immer, geartete Padlet oder irgendeine Umgebung haben, wo dann praktisch alle, die jetzt diesen Pfad durchlaufen oder schon durchlaufen haben, dass die vielleicht auch Sachen reingeben können in so ein allgemeines, was weiß ich, dass man da jetzt Learning sammelt und die dann auch nochmal, ich mal, verfügbar macht für andere. Also das haben wir ja, habe ich jetzt oder haben wir jetzt als Pilotkonzept für einen größeren Lernpfad haben wir das mal eingebaut, dass eben die komplette Pilotgruppe auf einem Board ist und dass eben ja, dass man eben da gucken kann, was da passiert und dass man auch die Sachen, die in den Köpfen passieren, dass man die eben sichtbar macht. Das fände ich auch spannend. Und meinst du quasi ein Padlet pro Circle oder ein Padlet pro Leitfaden oder ein wahrscheinlich nicht für ganz LernOS, ne? Das wird ja total unübersichtlich. Nee, nicht für ganz LernOS. Also ich würde pro Leitfaden müsste man dann einfach
Also da könnte man einfach so ein Whiteboard oder wie auch immer reinmachen. Und ja, das hat natürlich auch, also wahrscheinlich müsste da jemand, der Community Management macht, müsste man da ein bisschen halt irgendwie gärtnern wahrscheinlich, dass da halt irgendwie der Wildwuchs rausgeht. Aber ich fände es halt cool, wenn dann, was weiß ich, einfach komplett andere Ideen mit reingehen würden oder ja. Ja, einfach Feedbacks oder dass Sachen und Links zum Beispiel reingehen. Das finde ich ganz, ganz spannend, einfach was da passiert. Und ich glaube eben, das ist mittlerweile hat man ja auf Whiteboards zum Beispiel diese Embedding-Funktion, dass das eigentlich ganz cool sein könnte. Also wird automatisch sichtbar, wer gerade in dem Lernpfad ist oder was gemacht hat. Ne? Das ist eine gute Idee, ja. Das gefällt mir gut. Da komme ich nochmal auf dich zu. Cool. Und ansonsten, genau, der Leitfaden ePortfolio ist ja schon Englisch und Deutsch, ist ja schon online. Und die sind auch beide, also sowohl der Curation-Leitfaden als auch der ePortfolio-Leitfaden, der ist auch schon im Unternehmenskontext wirklich ausprobiert und hat sich auch schon bewährt. Und wir haben auch schon teilweise Teams, die den jetzt für sich genommen haben, Sachen rausgeworfen haben und andere Sachen mit reingenommen haben. Das ist ja genau das, für was wir die Leitfäden auch geschrieben haben. Ja. Ja. Absolut. Und auch das wird noch gar nicht sichtbar. Ne? Also ich bin auch immer erstaunt, wenn man mit den Leitfaden-Teams spricht und die sagen, wo die überall ausprobiert werden, wer da was mitmacht. Ne? Also da sehe ich auch ein großes Potenzial, das sichtbar zu machen. Und was ich persönlich auch nochmal gesehen habe, ist, dass viele trauen sich so den ersten Schritt nicht gehen, sagen, ja, sie legen jetzt einfach mal, also es gibt jetzt da zwei Teams oder so und dann macht man sowas wie ein Pitstop mittendrin und die würden sich gern wünschen, glaube ich, dass Leute wie ich, die das natürlich auch jetzt so ein bisschen als Projekte machen, dass wir dann so ein bisschen die Stellung halten und so ein bisschen Guidance geben. Ja. Und das wäre vielleicht... Da weiß ich auch noch nicht, da habe ich mal mit der Tanja von wegen Community Management, habe ich mit der mal kurz gesprochen, ob ich das jetzt irgendwie privat machen soll oder ob wir das auch über dieses LernOS Ökosystem anbieten sollen. Also sagen, hey, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, sprecht uns an oder dass man halt, sag ich mal, ein paar Leute, die für einen bestimmten Leitfaden einfach stehen, dass man sagt, okay, sprecht uns an und dann können wir euch sagen, was wir für Erfahrungen gemacht haben oder ja, dass wir euch vielleicht auch für den ersten Circle begleiten oder so. Also sowas fände ich total super, weil ich sag mal, Open Source Ökosysteme leben davon, dass Leute dann auch irgendwie das in ihre Produkte einbauen können, ne? So wie wir halt, was weiß ich, mache in Firmen Podcast-Dojos und nutze da den Podcasting-Leitfaden. Ne, sowas kann man sich für Community-Management genauso vorstellen. Ne, und in dem Moment, wo man, das wollen wir ja auch noch dokumentieren, gibt es ja einen Podcast mit Marcel, Christian und Gerd und Thomas, also SAP Datev Conti, diese Learning Circle Experiences, ne, wo man sagt, man hat halt so einen Begleitungsprozess in der Organisation, wo man einer Organisation hilft, 10, 20, 30 Circle durch so einen Lernpfad zu bringen. Das ist ja völlig klar, dass man sowas nicht in der Freizeit machen kann. Ne? Also das fände ich super, wenn sich das in so eine Richtung entwickelt, so ähnlich wie bei WordPress, ne? Dass man da wirklich auch Leute hat, die, du hast halt einen Core, der ist frei. Ne? So mein Vorbild war ja auch Chromium, der Chromium-Browser, der Core ist frei und Microsoft baut sich halt ein Edge da draus. Ne? Und das ist was genau eigentlich Sinn und Zweck der Sache ist. Ich habe ein Thema im Chat noch gesehen. Ich weiß nicht, Stefan, ob du deine Themen hast, weil sonst würde ich das gerne noch aufgreifen. Ich habe es, ja, genau. Du hast es. Nee, sehr gut. Ich bin durch. Dann kicke ich dich mal. Ciao, mach's gut. Und zwar habe ich gesehen, dass der André und der Andreas über Badges geschrieben haben im Chat. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hand heben und hochkommen, sonst würde ich das Thema einfach kurz aufgreifen. Weil Badges, auch der Alex, ihr habt den LV auch einiges gemacht mit Badges. Ich finde, Badges sind eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, Leuten eine Wertschätzung und kleine Motivation zu geben, einen Circle fertig zu machen. Ne? Also so Circle-Finisher-Badges hat man jetzt auch in der SAP Learning Circle Experience. Die werden dann auf LinkedIn geteilt und so weiter. Und Badges im Kern einfach eine kleine Grafik, in die aber
technisch reinkodiert ist, was man dafür geleistet hat. Ja, also der Badge weiß sozusagen in Anführungszeichen, dass ich jetzt ein Circle-Finisher vom Podcasting-Lernpfad meinetwegen bin. Und auch der Link Open Badges stand da schon. Wir haben ja für die LostCon auch immer Badges vergeben, seit 2019 auch schon, über badger.io. Also da gibt es verschiedene Plattformen. Die Problematik ist so ein bisschen, dass das alles zentrale Ansätze sind und auch Ansätze, wo man immer einen Namen und eine E-Mail-Adresse von der Person braucht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so ein Badge issuen will, heißt das, also jemand so ein Badge zuweisen will, dann muss ich quasi mich in dieser Plattform einloggen, muss einmal den Badge angelegt haben und muss dann sagen, okay, der Hardy kriegt auf seine, keine Ahnung was für eine E-Mail-Adresse, jetzt diesen Badge geissued, dann kriegt der Hardy eine E-Mail und muss sich dann bei Badger.io oder wo auch immer anmelden und kann sich dort den Badge runterladen. So, und das hat aus meiner Sicht einen großen Nachteil, nämlich, dass ich dafür eine zentrale Struktur aufbauen muss. Ne, weil irgendwie, es weiß ja keiner, wer den Lernpfad abgeschlossen hat. Und wir haben auch bisher noch keine Kriterien, was ich machen muss, damit ich den abgeschlossen habe. Also eigentlich wäre es ganz witzig, einen Weg zu finden, wie man dieses Badge-Issuing dezentralisieren kann. Vielleicht sogar an so ein Tool wie den Peerfinder vom Leonid andengeln kann. Ne? Dass man sagt, okay, da war jetzt ein Circle, da sind 5 Leute drin und dann kann man am Ende sagen, okay, ich hätte gerne den Badge dafür und wenn von den 5 Leuten mindestens 2 sagen, dass ich den Circle bis zum Ende gemacht habe, dann kriege ich automatisch diesen Badge. Ne? Und dann muss ich vielleicht auch selber meine E-Mail-Adresse eintragen, meinen Namen eintragen, weil ich habe irgendwie keine Lust drauf, da auf so einer wachsenden Datenbank von Personendaten zu sitzen. Da kann man nämlich gleich die nächste Person einstellen, die sich darum dann kümmert. Also falls da jemand irgendwie Ideen hat, wie man so ein dezentralisiert verteiltes Badge-System sich mal überlegen könnte, das fände ich auch total spannend. Da habe ich mir auf jeden Fall auch mal eine Notiz gemacht. Das hat bei mir in den Themen auch gefehlt. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Der Karl-Heinz hat die Hand nach oben, den hole ich natürlich auch. Der Karl-Heinz ist auch schon Mixroom erfahren. Der war nämlich letztes Wochenende auch im Release und im Test. Und er müsste noch das Mikrofon entmuten. Das steht noch auf durchgestrichen. Ich sehe nämlich parallel im Pad, da wird fleißig geschrieben, Batch-Konzept, zentrales Feedback zurück an die Autoren. Ich packe nochmal den Pad-Link auch in den Chat. Alles, was euch jetzt im Nachgang noch einfällt, schreibt es fleißig in dieses Pad. Das werden wir auf jeden Fall in der KW2 aufgreifen, auch wenn euch jetzt in den Ferien noch was einfällt, überhaupt kein Problem. Das Pad lassen wir dann auch offen, aber das wird dann mal so der Fahrplan für das kommende Jahr, werden wir da draus schnitzen auf jeden Fall und im Community Call dann im Januar oder halt im ersten Community Call 23, weiß gar nicht, ob der Januar oder Februar ist, werden wir da über das Ergebnis mal berichten. Der Karl-Heinz ist gerade wieder von der Bühne, also scheinbar ging das mit dem Mikrofon nicht. Das macht aber nichts. Karl-Heinz spreche ich dann so nochmal. Super, dann würde ich sagen, beschließen wir das LernOS-Jahr. Vielen Dank euch allen, die Leitfäden erstellt haben, die Sachen gemacht haben, geschrieben haben, an der Verbreitung der Idee mitgemacht haben, an der LostCon geholfen haben. Ich habe ja getitelt in dem Projektabschluss We've Come a Long Way. Also ich glaube, wir haben schon ziemlich viel geschafft. Und die ein bisschen früher drin waren, haben den Song gehört, den ich gespielt habe. A Seven Nations Army Can Hold Us Back. Also ich denke, the best is yet to come. Also wir werden viel gemeinsam noch stemmen. Und ich sehe da eine sehr schöne Zukunft und sehe uns diese Idee des offenen, gemeinsamen, vernetzten Lernens, Möglichkeiten des Internetnutzens, offenen Content erzeugen, dem sehe ich sehr, sehr freudig entgegen und habe da viel Spaß. Vielen Dank euch allen. Eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Fahrt runter, macht die digitalen Kanäle auch mal zu. Und wir sehen uns mit voller Kraft und Energie wieder im neuen Jahr. Und wie gesagt, wer nachhören will oder jemand hat, dem man den Inhalt noch zukommen lassen will, das erscheint im LernOS On Air Podcast, cognio.de/LOA. Da kann man das dann auch entsprechend nachhören. Ich denke, ich werde es heute nicht mehr schneiden, aber morgen vielleicht. Macht's schön und bis bald.